Schalömmchen, Freunde. Schalömmchen, Freunde der gefixten Scooter. Ja, das hier haben wir euch schon mal gezeigt. Und zwar in Lindau. Und der gute Arno hat uns noch gebeten, um mal noch ein Video zu machen. Und das machen wir denn. Weil er geht jetzt mit der Sachen in Produktion. Und ja, wir finden die wirklich ja, nützlich. Genau. Und ihr hattet auch geschrieben, ey, das ist echt eine geile Idee. Macht noch mal ein Video darüber. Und heute zeigen wir euch mal Clip für Schritt, wie man das Ding an den Scooter hier dran baut. Und danach fahren wir damit übelst irgendwo gegen, um zu gucken, ob es abfällt. Genau. Und dann fangen wir erstmal direkt an. Also hier haben wir ein Set bestehend aus dem Clip. Gucken wir mal. Den hier. Das ist der verstellbare. Da kann man hier oben die Clips rausmachen. Das ist alles noch aus dem 3D-Drucker. Wir haben ja wirklich den Proto-Prototype. Das ist wirklich noch. Die werden dann quasi einfach so rausgezogen. Und dann passt es. Also der hat sich da so ein vernünftiges System überlegt, dass es hier halt nicht verrutschen kann. Das ist quasi so der fetteste, den er zumindest damals da hatte. Und ihr seht, da geht auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter nach außen. Und wir haben jetzt auch den fettesten hier. Genau, wir haben jetzt den VX4 genommen als Beispiel. Und, kurz zum Zeigen, hier gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Hier zum Beispiel der müsste auf... Der ist zu klein. Der ich hatte gerade auf jeden Fall einen passenden dafür. Der passt zum Beispiel auf den G2 Max perfekt drauf. Und der würde zum Beispiel auf ja, ein 1S Pro 2. Jetzt steht doch genug. Pro 4 drauf passt. Ja, perfekt. Ja. Pro 4 passt der perfekt. Genau. Und das Ganze ist auch ziemlich geil, weil normalerweise wird es halt einfach so drauf gemacht und dann könnt ihr dieses Bändchen hier nehmen und könnt es dann nochmal so ein bisschen festziehen. Ihr seht das dann. Kommt das noch ein bisschen enger, dann passt das besser. Dann drücken sich diese Teile quasi da dran. Jetzt bei dem Teil, das ist ja verstellbar. Natürlich habt ihr auch Scooter, die haben dann so ein bisschen ein anderes Design. Zum Beispiel der hier, für sowas gibt es natürlich noch nichts. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel hier drauf machen würde, müsste ich den erstmal ein bisschen größer machen, würde der aber hier an der Kante nicht Halt finden. Deswegen gibt es hier unten drunter nochmal so ein Zugut. Kannst du einfach um Scooter machen, fertig. Und das bauen wir jetzt mal an den VX4 dran. Das ist unser größter Scooter von der Breite. Und gucken wir mal, wie schnell kriegen wir da dran. Und ja. Ja, also das hier ist das Grundgerüst, haben wir gerade schon gezeigt. Scooter Case Fix, Vorführmodell. Vorführmodell. Ja, jetzt müssen wir den vorführen. Passt doch immer zu deinem Pulli. Das kommt hier drauf. Jetzt muss man natürlich schauen, wenn wir den Koffer drauf machen, dann müssen wir natürlich gucken, dass er mit der Höhe passt. Wir haben aber keinen Koffer hier. Und wir fanden diesen Korb eh cooler. Wenn ihr den Koffer habt, habt ihr zusätzlich natürlich noch die Möglichkeit, das ist jetzt für den Koffer, das wird dann einfach hier drauf kommen und dann hier so einen kleinen Gurt um den Koffer fertig hält. Ja. Easy. Wir wollen es aber mit dem Korb ausprobieren und deswegen müssen wir den jetzt erstmal befestigen. So wird es natürlich nichts. Jetzt haben wir aber hier diese Schlaufe, die gehen wir einfach hier einmal unterm Scooter durch. Dann haben wir hier diese Öse. Öse. Da gehen wir schon mal rein. Echt gut gedacht, weil dann ziehen wir das fest. Echt schnell dran. Ja. Und auch übelst praktisch. Also der Korb ist mir zwar ein bisschen zu klein. Also ich würde mir ein bisschen höher wünschen, aber da ist ja wohl auch kein Thema. Da könntest du wirklich schon einen ganzen Wochenendeinkauf mit dem Scooter transportieren. Ja, ist halt echt so. Und das wart im Endeffekt schon. Ihr seht, so wird das dann eingehakt und so hält der dann theoretisch auch. Bei dem Korb haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, den so nochmal zu stabilisieren. Haben wir bei den anderen Sachen ja auch. Und das ist halt auch easy. Ihr macht es einfach nur hier so dran. Dann den halt hier wieder durch. Das ist halt maximal präzisioniert für so einen Scooter, ne? Weil du hast immer noch übel viel Platz auf dem Drückbrett. Und zack, und das war auch schon. Und jetzt hält er quasi. Der kann ja nirgendwo hin. Wir können ihn jetzt nach oben hin wegmachen, theoretisch. Der hält aber hier noch. Das heißt, weggehen. Selbst wenn man hier übertreibt, passiert da nichts. Aber heute testen wir einfach mal diese Standardkonstruktion, wie sich das beim Fahren ausmacht und ob das stört und was das aushält. Da stell dich mal drauf. Einmal zum Gucken, wie viel Platz du, ich meine, du hast natürlich ein riesen Trittbrett, immer noch hast. Also ich würde jetzt so stehen mit dem Fuß. Ich kann jetzt schlecht stehen, ich fahre mal eine leichte langsame Runde im Kreis. Du könntest theoretisch den Korb auch noch weiter nach vorne machen, glaube ich. Der wird noch weiter nach vorne gehen. Können wir ja gleich mal machen, einmal noch ein bisschen Stück nach vorne. Ich fahre jetzt einfach mal so. Aber ganz ehrlich, so kann ich ganz normal fahren. Dann ist halt maximal praktisch. Ich meine, du fährst ja jetzt nicht nur noch so. Ja, ist halt maximal praktisch, wenn du das Set einfach rast und sagst, okay, ich fahre jetzt mal nicht mit dem Auto, ich fahre jetzt mal nur mit dem Scooter eben. Ja, kurz mal einkaufen. Ja, so. Ja, da, genau. Da kriegst du auf jeden Fall den Scheiß übelst rein. Also für mich wäre es halt maximal interessant für Einkaufen. Aber für viele ist es vielleicht auch interessant für, mit dem Koffer. Ja. Also der Arno hat das immer mit dem Koffer vorgestellt. Genau. Mit dem Koffer ist geil,
aber ich finde diesen Korb, den fanden wir damals schon geiler. Ja. Weil der ist halt praktischer, weil dieses Scheiße am Lenkrad dranhängen mit einer Tasche und so, das hat alles nichts. Du könntest den Korb locker noch zweimal, du kannst ja locker bis hier machen. Du kannst zweieinhalb Mal so hoch machen. Du kannst da eine richtige Mülltonne drauf machen. Ja, da kannst du wirklich mit ganzen Wochenenden keinen Kaufstock fast reinpacken. Also wir schauen mal ganz kurz nochmal nach, dass wir den ein bisschen weiter nach vorne noch kriegen. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob es geht. Und dann fahren wir mal eine kleine Runde. Das Ding muss ja auch in der Praxis getestet werden. Das ist echt Speedtech hier, wa? Ja, deswegen sage ich ja, das ist halt übel schnell reingebaut und dann kannst du eben einkaufen fahren. Ja. Ich meine, du kannst es auch theoretisch ganz dran lassen, aber dann ist halt so schnell dran und wieder ab. Ja, ich sag mal, ich will jetzt damit auch keine Tour machen, so. Aber zum Einkaufen ist das ja ultra geil. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, den VX4 genommen, weil der größte Scooter ist, den wir haben. Aber wir haben natürlich auch in Lindau das schon mit dem kleinsten Scooter, den es gibt, nämlich ja, mit dem 1S. Ja, jetzt ist noch mal viel besser. Ja. Guck mal, ich kann eh nicht viel weiter nach vorne mit dem Fuß. Also ich habe jetzt nicht viel... Ja, du kommst trotzdem schon an die Lenkstange. Also du kommst gar, du kannst gar nicht viel weiter. Ja, sag ich ja. Ich warte, ich drehe mal hier einmal. Ja, das merkst du gar nicht. Ja. Das merkst du nur, wenn du vom Gas gehst und dann mit dem Knie da dran kommst, mit dem Schienbein so ein bisschen. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Also theoretisch könntest du jetzt noch einen Rucksack nehmen und da alles reinpacken und brauchst kein Auto mehr zu einkaufen. Ja. Ja. Also das passt schon ganz gut so. Wir müssen da gleich irgendwas reinmachen, was ein bisschen was wiegt am besten. Irgendwie so Holzscheite oder sowas. Holzscheite? Ja, einfach damit wir was haben, dass wir ein bisschen Gewicht drauf haben. Weil das Ding muss ja auch zeigen, was ich kann. Hier so mit so einem leeren Korb rumfahren, das ist ja langweilig, ne? Können wir einen Backstein da rein tun? Ja, irgendwie sowas. Ja. Jawohl, damit kann man doch arbeiten. Sollen wir immer selber mal testen? Ladungssicherung ist auf jeden Fall on point, meine Freunde. Deswegen sage ich, ein größerer Korb und das Ding ist way to go. Also, merkst du halt kaum. Ja. Von der Fläche her nimmt dir das halt nicht viel weg. Nee. Und ich würde sagen, lass mal eine Runde drehen. Ja, so sieht das jetzt beim Fahren aus. Also stört eigentlich. Also klar, wir haben jetzt auch den größten Scooter, den wir haben. Aber warum bist du eigentlich schneller? Du cheatest doch. Das soll ich. Würde ich niemals tun. Ich kann aber auscheaten. Aber ohne Scheiß, wenn du in der Stadt wohnst oder so und mal eben einkaufen willst und vielleicht. Geil. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer die anbietet. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so viel teuer ist, dass man das jetzt nicht mal eben holen könnte. Ja, glaube ich auch nicht. Mach mal Wheelie. Mach mal Wheelie, Junge. Wie gesagt, für uns ist das definitiv interessant, für mal eben einkaufen gehen, mal im Reinschmeißen die Sachen. Als Koffer ist jetzt für mich selber nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass bestimmt irgendeiner bestimmt sagt, jo. Ja, wie ich sagte, früher auf Montage wäre so ein Ding übel geil gewesen. Ja. Also muss ich gleich auch noch mal testen. Versuch mal Wheelie zu machen. Jetzt hast du ja mehr Gewicht auf Vorderachse. Also ja, kriegst du nicht, wa? Das ist zu schwer. Ich werde jetzt die Kamera mal bewusst nach unten machen, auch wenn das sehr weird aussieht, vermutlich für euch. Aber einfach nur, damit ihr ein bisschen sehen könnt, was abgeht. Okay. Du bist jetzt der Bodenfilmer. Ich bin jetzt der Bodenfilmer, Freunde. Der Fritz geht einfach. Ja, der Fritz ist ein Monster. Also, wie wir sehen können, friere ich mir komplett den Arsch ab. Ja. Aber du merkst nicht, wenn du das nicht mit dem Knie gerade berührst, also mit dem Schienbein, dass du das da drauf hast. Merkst halt nicht, dass das Ding da dran ist. Ja. Das ist krass. Ich glaube sogar, du könntest den sogar noch einen Ticken weiter nach vorne machen, aber das brauchst du eigentlich gar nicht. Hier kann man auch noch ein bisschen, da ist ja noch ein bisschen Wert vom Knick. Ich mache mal die Kamera wieder ein bisschen gerader. Gerader. So. Vor allem, ich fahr jetzt mal von hier drüber über diese Scheißlöcher. Ich kann hier rumhüpfen, alles, wa? Das funktioniert echt sehr gut. Also da nochmal Props an den Arno. Ehrlich, das hält übelst gut, wa? Ich meine, normalerweise gehst du ja auch nicht in den Wald mit so einem Ding. Ne, aber könntest du theoretisch nicht kaputt gehen. Jetzt wird's spannend, Freunde. Einmal auf Tacho achten.
Und ich sag ganz ehrlich, dass mir heute schon echt fast ein bisschen zu kalt für so eine Aktion war. Ja, ist wirklich kalt. Man muss sich auch erstmal an die Kälte gewöhnen. Deswegen verzeiht uns dann ein bisschen, ja, dass da nicht so viele Rumfahrvideos kommen momentan. Jo. So, Freunde, dann sehen wir uns gleich noch mal ganz kurz in der Garage wieder. Ja. Larry, komm her. Alles klar, Freunde. Auf jeden Fall packen wir euch den Link in der Beschreibung. Das läuft über Mikrofahrzeuge und nicht über Larry. Nicht über Larry, der macht nur Stress hier. Was ist denn los, Larry? Der gute René ist tatsächlich jetzt in Kooperation mit dem Arno. Der verkauft die so gesehen bei sich im Shop und das läuft alles über ihn. Deswegen nicht wundern, das Mikrofahrzeug-Link. Und auf jeden Fall. Kann man empfehlen. Kann man definitiv empfehlen. Das ist schon eine geile Sache. Kann man auch mal unterstützen, den Dude. Ah ja. Oh, der ist ganz wichtig. Das finde ich auch nicht schlecht. Du kannst hier. Wo kann ich? Du musst hier. Ach, hier, genau, ja. Der wird an der Wand geschraubt, so. Und dann kann man den da reinhaken. Fast weggeschmissen. Und dann kann man da einen Scooter mit dem Vorderrad einhängen. Dann hängt der Scooter an der Wand. Und stellst theoretisch hier. Und dann hast du einen Scooter an der Wand. Ist eigentlich, wenn du übelst hier Platz hast oder in der Garage, ja, oder so. Holt euch noch eine Gummimatte oder so, die an die Wand klebt, wegen dem Hinterreifen, weil der wird ja die Wand berühren. Das stimmt. Und versaut euch die. Na gut, kommt auf an, wenn ihr so eine weiße Wand habt, dann ja. Oder macht euch den Reifen vorher sauber. Aber scheißegal, auf jeden Fall coole Sachen, Freunde. Werden wir euch verlinken, die Sachen vom Arno. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert gerne den Kanal und dann sag ich mal tschüss. Nee, abonniert auch den Twitch-Kanal. Ja, stimmt, wir haben jetzt Twitch. Und was machen wir denn auf Twitch? Erzähl mal. Wir werden am 10. Januar zum Nordkap fahren. Ja, ist klar, jetzt einfach zum Nordkap. Jeden Tag, 24 Stunden streamen. Ja, vielleicht machen wir nachts irgendwann mal aus. Ja, aber wahrscheinlich schon. Aber. Wir gucken mal. Auf jeden Fall werden wir den ganzen Tag da unterwegs sein. Also wir nehmen euch mit. Ihr könnt auf jeden Fall auch aktiv entscheiden, was wir machen, wo wir hinfahren. Alles interaktiv so gesehen. Genau. Und das wäre richtig geil. Ja, und das wird cool. Das wird ungefähr 2 Wochen gehen. Genau, 2 Wochen ab dem 10. Ja, vielleicht ein paar Tage vorher. Dann auch ja. Wir werden wahrscheinlich auch direkt einen Stream machen, wie wir den umbauen vielleicht. Also genau. Ja, wir gucken mal, Freunde, wie wir euch das Ganze einrichten, so ein Teststream. Wir müssen mehrere Teststreams machen vorher. Werdet ihr alles sehen, also schaut gerne auf Twitch rein und lasst ein Follow da. Kostet nichts. Genau. Tschüss. Ciao.